Heute beim elektrischen Reporter: Spielifizierung, Hamburgerismus und Gehirnifikation. Elektrischer Reporter. Die Reife des Menschen, sinnierte dereinst Friedrich Nietzsche. Die Reife des Menschen, das heißt, den Ernst wiedergefunden zu haben, den man als Kind hatte beim Spiel. Erwachsene Menschen sind stets bestrebt, Spiel und Ernst, Spaß und Arbeit säuberlich voneinander getrennt zu halten. So als könnte die Arbeit darunter leiden, wenn sie versehentlich mit ein wenig Spaß in Berührung käme. Dass diese strikte Trennung ausgemachter Schwachfug ist, das wissen nicht nur Arbeitspsychologen oder Motivationsforscher. Auch Interaktionsdesigner machen sich mittlerweile daran, Spiel und Ernst ein wenig näher aneinander zu rücken. Der Mensch ist ein verspieltes Wesen, so viel steht fest. Allein Angry Birds verschlingt 200 Millionen Spielminuten pro Tag. Das Spiel mit den angriffslustigen Vögeln schlägt derzeit alle Download-Rekorde in Apples App Store. Diese verdaddelte Zeit könnte man auch sinnvoller nutzen, glauben einige Entwickler. Gamification heißt das aktuelle Buzzword im Netz. Der Begriff steht für den Trend, alles Unangenehme, Lästige und Langweilige in Spiele zu verwandeln, um es damit attraktiv zu machen. Gamification eignet sich immer dann, wenn Motivation das Problem ist. Also am Busautomaten brauche ich kein Spiel angebracht, weil am Busautomaten bin ich motiviert, das Ticket zu ziehen. Da geht es darum, dass er so einfach wie möglich zu bedienen ist. Denn Menschen, die dringend von A nach B müssen, wollen eine Fahrkarte ziehen. Aber wie bekommt man Menschen dazu, etwas zu tun, was sie nicht wirklich wollen? Sie schaffen es im Wesentlichen dadurch, dass sie grundlegende motivationale Bedürfnisse von uns befriedigen, die wir als Menschen haben. Eben das Bedürfnis, uns als kompetent zu erleben. Also mitzukriegen, ich kann was in der Welt verändern. Sei es eben dadurch durch Herausforderungen oder dadurch, dass ich die Rückmeldung bekomme, hey, ich bin super. Genau diese Faktoren nutzt das Startup Chava Chava. Die Idee? Einfache Spiele werden mit einem guten Zweck verknüpft. Bei Angry Birds werden die Spieler nur mit dem Erreichen des nächsten Levels belohnt. Bei Chava Chava erhalten sie zusätzlich echte Hilfsgüter, welche als Spende an ein Hilfsprojekt ihrer Wahl gehen. Finanziert wird das Portal durch Werbung. Je mehr gespielt wird, desto mehr Anzeigen sehen die Nutzer, desto mehr Spenden fließen, lautet die Rechnung. Der üblicherweise bei Hilfsorganisationen eingesetzte Appell ans schlechte Gewissen hat ausgedient, glauben die Erfinder. Wenn du auf unser Portal kommst, wirst du ja nicht ein sterbendes Kind sehen. Das heißt, es ist auch ein Spaß- und Fun-Portal. Du wirst niemals gezwungen, irgendwas weiter zu lesen, irgendwas weiter zu wissen. Jeder kann bei Chava Chava zum Held werden, ohne sich allzu tiefgründig mit den Problemen der Welt zu befassen. News Games wollen genau das Gegenteil bewirken. Die Spieler sollen sich aktiv mit dem Weltgeschehen beschäftigen. Bei On the Ground Reporter beispielsweise schlüpfen sie in die Rolle eines Journalisten, der in Darfur recherchieren soll. Dabei lernen sie die gefährliche Situation in dieser Krisenregion quasi am eigenen Leib kennen. Ein Problem haben aber alle Ansätze. Selten trägt die Spielidee auf Dauer. Und dann verliert es auch da seinen Reiz. Dann ist man letztlich wieder davor die Aufgabe gestellt, einen Spielmechanismus zu erfinden, der so kreativ und spannend ist, dass er dann wiederum den Neuigkeitswert und den Unterhaltungswert produziert. Hinzu kommt, wer im Web ständig auf Spielelemente stößt, selbst da, wo sie nicht hingehören, wird genervt statt motiviert. Dann empfinde ich solche Spielelemente sehr schnell als eine weitere Art und Weise, wie mich jemand zwingt, herumstüpst oder micromanagt. Das Thema erlebt gerade eine klassische Hype-Kurve. Also als Ergebnis, es wird ein Backlash geben, weil viele Leute sagen, hat er die Erwartung nicht erfüllt. Aber genau in diesem Prozess des Scheiterns wird man die wesentlichen Erfahrungen sammeln, wann es sinnvoll ist, wann es nicht sinnvoll ist. Vielleicht sind die Angry Birds gerade deshalb so erfolgreich, weil es einzig und allein um den Spaß geht. Weil Millionen Spieler wissen, sie tun etwas vollkommen Sinnbefreites und sind damit vollkommen zufrieden. Keinen Spaß verstehen viele Menschen, wenn es um ihren Heimatort geht. Trotz oder vielleicht gerade wegen der fortschreitenden Globalisierung und Internationalisierung reagieren viele Zeitgenossen äußerst schroff, wenn man etwas nicht ganz so Nettes über ihre Heimatstadt sagt.
Um einen enttäuschten Brief an eine Stadt und um die Reaktionen der Stadtbewohner auf diesen Brief, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Tom Hillenbrand, ich bin Journalist und Autor, komme aus Hamburg und lebe in München. Zu dem Tweet kam es so, dass ich, nachdem ich 10 Jahre in Hamburg gewohnt hatte, beschlossen habe, die Stadt zu verlassen. Und bevor ich umgezogen bin, habe ich mir gedacht, ich schreibe noch mal auf, was mich an Hamburg alles nervt, das Weltstadtgetue, das Schickimicki-Gehabe, diese Großmannsucht, dieser Dünkel gegenüber Leuten, die nicht aus Hamburg kommen. Und das habe ich aufgeschrieben und getwittert und dann ging es ziemlich rund. Ja, wie immer im Internet dauert das so einen Tag, bis sich das verbreitet. Aber dann kriegte ich wahnsinnig viele Kommentare auf meinem Blog, hunderte Retweets, tausende Facebook-Likes. Und die ganze Geschichte hat eine irre Wucht entwickelt. Und dann rief die Hamburger Morgenpost an. Die haben gefragt, ob sie den Blogpost nachdrucken können. Der würde gut in die aktuelle Hamburg-Diskussion passen. Da habe ich gesagt, ja, könnt ihr machen. Und ein paar Wochen später fand ich mich dann auf der Titelseite wieder mit meinem Konterfei, mit der Überschrift der Hamburg-Hasser. Also auch mit einer ganz anderen Konnotation, als das im Blog war. Dann haben wirklich Leute auf der Straße haben mich angesprochen und gesagt, du, ey, du bist doch dieser Hamburg-Hasser. Da wurde mir dann schon ein bisschen mulmig. Da wurden auch in meinem Blog die Kommentare, die dann kamen, deutlich feindseliger als vorher. Und da hat man gemerkt, wenn so eine große Boulevardzeitung das aufgreift, gibt das der Sache nochmal einen ganz anderen Twist. Und dann haben die das wirklich nochmal angeheizt. Es hat sich auch wieder beruhigt, aber bis dahin war ich eigentlich erst mal 2 Wochen lang sehr viel damit beschäftigt, Kommentare freizuschalten und Mails zurückzuschicken. Also das hat schon eine Zeit lang gedauert, bis es wieder abgeebbt ist. Es ist aber bis heute so, dass wenn man meinen Namen googelt, ist der 2. Treffer dieser Hamburg-Abschiedsbrief. Auch wenn Hillenbrand diplomatisch von einem differenzierten Umgang spricht, unter seinem Abschiedsbrief sammelten sich bis heute 122 Kommentare, die allermeisten davon randvoll gefüllt mit Widerwillen, Abneigung und Hass. Über die Emotionen solcherlei Blog-Kommentatoren muss man nicht spekulieren, sie tragen sie ja ganz offen zur Schau. Schwerer fällt es uns dagegen oft genug, die Gefühle unseres direkten Gegenübers zu erahnen. Wie es aussehen könnte, wenn Technologie das für uns übernehmen würde, das haben wir uns für Sie einmal vorgestellt. Am Anfang waren es Lochkarten, dann kam die Tastatur, später dann Joystick, Maus und Touchscreen. Die Schnittstelle zwischen Mensch und Computer entwickelt sich permanent weiter. Zurzeit arbeiten Forscher am sogenannten Brain-Computer-Interface, einem kleinen Gerät, das Hirnwellen direkt in Computerbefehle wandelt. Damit soll es einmal möglich sein, Computer allein mit Gedanken zu bedienen. Schon heute gibt es experimentelle Computergames, die der Spieler auf diese Art steuert. Wie könnte es übermorgen weitergehen mit der Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer? 2014 entschlüsseln ungarische Hirnforscher den Code der menschlichen Emotionen. Am komplexen Zusammenspiel unterschiedlicher Hirnwellenmuster können sie erkennen, ob jemand Angst hat, Schmerz, Freude oder Zuneigung empfindet. Schon 3 Jahre später gelingt es Wissenschaftlern am Massachusetts Institute of Technology, den umgekehrten Weg zu gehen. Sie beeinflussen die Hirnwellen einer Versuchsperson so, dass sie bestimmte Emotionen spürt. Genau genommen geht es ja nur um elektromagnetische Wellen, die im menschlichen Hirn schwingen. Und elektromagnetische Wellen modulieren, das kann der Mensch schon lange. Zum Beispiel Rundfunk funktioniert auf diese Weise. Forschern des MIT ist es gelungen, Wellen innerhalb des menschlichen Gehirns dergestalt zu modulieren, dass auf dem Weg Emotionen ausgelöst werden konnten, wie Angst, Freude, Wut, Begierde und so weiter. In
Im Jahr 2021 kommt das erste Micro-BCI auf den Markt. Ein Hirnwellenmodulator, der nicht größer ist als ein Bluetooth-Headset. Ursprünglich war er nur als medizinisches Hilfsmittel für Depressionskranke konzipiert, um bei Bedarf eine Dosis Freudeimpulse ins Hirn zu senden. Aber schnell entwickelt sich ein Schwarzmarkt für die teuren Geräte. Unter der Jugend der Geldelite ist das freudespendende Kleingerät schon bald als Droge und Statussymbol beliebt. Die Unterhaltungsgeräteindustrie erkennt den Trend und macht sich an die Entwicklung preisgünstiger Emotionsstimulatoren. 2023 kommt der sogenannte Emo-Coin auf den Markt. Ein münzgroßer Hirnwellenmodulator, den man auf der Stirn trägt und der es erlaubt, mehrere Tage lang die eigenen Emotionen aufzuzeichnen und bei Bedarf wieder abzuspielen. Spezielle Software ermöglicht es, die interessantesten Gefühlsmomente hintereinander zu montieren und im Netz mit anderen zu teilen. Emo-Blogging, das Veröffentlichen der eigenen Emotionszusammenschnitte, entwickelt sich zu einem Trend. Die Unterhaltungsindustrie ist begeistert von den neuen Möglichkeiten. 2024 erscheinen die ersten Spielfilme, die neben Bild- und Tonspuren auch eine Emotionsspur besitzen. Extremsportler und Abenteurer streamen live nicht nur Videos, sondern auch ihre Gefühle ins Netz. Besonders beliebt sind Emo-Dateien, die beim Sex aufgenommen wurden. Im Jahr 2025 kommt es in der Nähe von Bad Salzuflen zu einem folgenschweren Zwischenfall. 23 Mitglieder der Santina-Sekte, die davon ausgehen, dass die Emo-Technologie außerirdischen Ursprungs ist, erleiden schwere psychische Schäden, als sie sich 5 Tage lang von den Gefühlen einer Orgasmus-Endlosschleife durchfluten lassen. Die Politik nimmt den Vorfall zum Anlass, den bislang ungehinderten Handel mit Gefühlsdaten zu reglementieren. Der aktuelle Gesetzesentwurf ab Anfang 2026 sieht vor, starke Emotionsdaten, etwa Euphorie, wie sie bisweilen beim Beischlaf vorkommen kann, unter das Betäubungsmittelgesetz zu stellen. Die Emo-Daten werden also ab sofort wie illegale Drogen gehandelt und sind nur noch in eng begrenztem Rahmen für eine Verwendung in Forschung und Medizin zulässig. "2027 ist klar, das Verbot bringt wenig. Denn Emo-Daten lassen sich ebenso kopieren wie Musik- oder Filmdateien. Um die Missbrauchsgefahr zu minimieren, beschließt die Kultusministerkonferenz, den Umgang mit den Emo-Geräten bereits in den Grundschulen zu unterrichten. Während der Schulzeit sollen die Schüler in Echtzeit die eigenen Gefühle an ihre Mitschüler senden und gleichzeitig deren Gefühle empfangen. So sollen sie den Umgang mit fremden Emotionen so früh wie möglich lernen. Nachdem das Programm 2 Jahre läuft, bringt eine erste Evaluierung erstaunliche Ergebnisse. Nach dem heutigen Stand sieht es ganz danach aus, dass die Zahl der schulischen Gewalttaten innerhalb der Gruppen, die am EMO-Programm teilnehmen, signifikant zurückgegangen sind. Der Umstand, dass die potenziell gewaltbereiten Jugendlichen die Angst- und Unsicherheitsgefühle ihrer Opfer direkt miterleben, scheint viele von ihren Taten abzuhalten. Man kann sagen, es gibt eine rechnergesteuerte Empathie, wenn man so will, ein künstlich gesteuertes Mitgefühl. Und ich denke, dieser Umstand wird Forschung und Wissenschaft noch auf Jahre beschäftigen. Ab 2035 gibt es immer weniger Gewaltdelikte wie Raub, Mord oder Vergewaltigung. Es scheint so, als habe das Empfinden fremder Emotionen die ganze Gesellschaft mitfühlender gemacht. Es ist schwer, Egoist zu sein in einer Welt, in der man seine Mitmenschen nicht nur sieht, sondern auch spürt. Eine Technik, die im Jahr 2011 entwickelt wurde, um der Verständigung zwischen Mensch und Maschine zu dienen, hilft 24 Jahre später dabei, dass Menschen sich mit Menschen besser verstehen. In diesem Sinne, fühlen Sie mal wieder mit. Ich wünsche Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.